Eigentlich wärst du nach gesellschaftlichen Standards ein sehr, sehr guter Mann. Du arbeitest, du gehst deinen Zielen nach, du hast viele Dinge, die für dich sprechen, du bildest dich weiter, doch das mit den Frauen, das funktioniert trotzdem nicht. Du entwickelst dich persönlich weiter. Und wenn du dann mal mit Frauen zu tun hast, die du sehr, sehr attraktiv findest, es kommt eventuell nicht zum zweiten Date. Du wirst eher als Freund abgeschoben und du verstehst nicht warum. Heute in diesem Video will ich mit dir darüber reden. Denn du bist nicht der einzige Mann, dem es so geht. Vielen, vielen Männern da draußen, vor allem Leute, die sehr, sehr karriereorientiert sind, die sehr, sehr fokussiert sind auf ihre Ziele, die kriegen es irgendwie nicht mit Frauen hin. Zumindest nicht mit denen, die sie haben wollen. Und dann siehst du eventuell draußen auf der Straße irgendwelche Frauen mit Typen, die weitaus unter ihrem Level sind. Und dann fragst du dich, warum funktioniert das da? Warum funktioniert das dort? Warum funktioniert das nicht bei mir? Heute in diesem Video reden wir darüber. Deine Persönlichkeit kann gut sein. Du bist wahrscheinlich sogar ein guter Typ. Doch eine Komponente fehlt. Und genau über diese Komponente werden wir hier in diesem Video reden. Mein Name ist Matt. Ich helfe viel beschäftigten Männern, die richtige Frau zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder der falschen Partnerin zu verschwenden. Heute ein Video, was du dir komplett anschauen solltest. Denn es wird deine Situation dekonstruieren und für dich ein neues Bild zusammensetzen. Das heißt, wenn du wirklich das Ganze ernst meinst und dein Dating-Leben auf ein neues Level, und mit neuem Level meine ich wirklich neues Level bringen willst, guck dir das gesamte Video an, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, die direkt daneben ist. Das ist ganz wichtig, wenn du Content dreimal die Woche haben willst über Dating, über persönliche Weiterentwicklung, darüber, wie du eben die beste Version von dir selber wirst als Mann. Gib dem Video einen Daumen nach oben und viel Spaß. Lass mich kurz an einem Beispiel erklären, warum es bei dir gerade nicht funktioniert. Ne? Wie gesagt, du bist jemand, der arbeitet an seinen Zielen, er will sich persönlich weiterentwickeln. Du gehst seiner Karriere nach und bist sehr, sehr zielstrebig. Doch es kann sein, dass eben dieses Zielstrebige dich oftmals daran hindert, dass der Funke überspringt bei der Frau. Ich meine, du kennst es, du hattest vielleicht mal ein Date mit einer Frau, es lief ganz gut. Ihr habt miteinander geredet und die Themen, die waren sehr, sehr interessant, die Themen waren sehr fesselnd. Du bist eventuell nach Hause gefahren, du bist nach Hause gegangen, 2, 3 Tage später, du schreibst dir, es kommt keine Antwort zurück. Du verstehst nicht warum. Du dachtest dir, weißt du was, mit dieser Frau hätte es eigentlich klappen sollen. Doch der Funke ist nicht wirklich übergegangen. So wirklich eine Verbindung, die hattet ihr nicht. Und jetzt stehst du da und denkst dir so, warum hat das nicht geklappt? Warum hat das nicht funktioniert? Ganz einfach. Du, deine Zielstrebigkeit und dein Logikfokus, die haben dazu geführt, dass die Frau nicht wirklich was gespürt hat. Denn letztendlich geht es darum, dass bei der Frau eine gewisse emotionale Relevanz für dich da sein muss. So, was meine ich damit? Wenn du in ihr keine Emotionen auslöst, und das ist etwas, was du wahrscheinlich in anderen Dating-Videos, wahrscheinlich in anderen Videos über Erfolg mit Frauen gehört hast, wenn du, aber wir kommen gleich zu dem extra Punkt, der viel, viel wichtiger ist, wenn du ihre Emotionen nicht in irgendeiner Art und Weise berührt hast, kann es sein, dass sie sich denkt, ja, weißt du was, es war zwar ganz nett mit ihm, aber ich sehe ihn mehr als Freund. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit ihm befreundet bin, aber mehr nicht. Das ist alles schön und gut, doch das große Problem, das kommt jetzt. Angenommen, du bist emotional relevant gewesen. Und das ist jetzt die andere Seite. Eventuell hat sie noch nicht wirklich das Vertrauen aufgebaut. Sie hat noch nicht wirklich das Vertrauen zu dir aufgebaut. Weil du bist vielleicht jemand, der witzig ist, du bist vielleicht jemand, der charmant ist, aber so wirklich eine Bindung auf tiefer Ebene, die gab es nicht. Und ich will dir an einem kleinen Beispiel erklären, was ich damit meine. Angenommen, du triffst jetzt eine Frau, die sehr, 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 sehr empathisch ist. Eine Frau, die dir immer wieder von ihrer Familie erzählt. Sie erzählt dir immer wieder davon, wie wichtig ihr es ist, mit ihrer Oma abzuhängen, mit ihrer Oma zu reden, mit ihrer Mutter zu reden, immer wieder im Austausch zu sein mit ihren Geschwistern. Und du kommst eventuell an und sagst sowas wie: Na, ich habe nicht so wirklich viel Kontakt mit meinen Eltern. Was macht das in ihrem Kopf?
Die Blaupause, der Plan für sie ist, okay, ich bin eine Person, die sehr, sehr empathisch ist, die sehr familienverbunden ist, aber dieser Typ anscheinend nicht. Und da das einer meiner Grundwerte ist und er diese Grundwerte nicht wirklich trifft, wird es relativ schwer. Klar, du kannst immer noch charmant sein, du kannst immer noch attraktiv sein, aber wenn diese eine Sache nicht da ist, dann hast du ein ganz, ganz großes Problem. Und das kannst du auf sehr, sehr viele verschiedene Ebenen setzen. Beispielsweise, du stellst dir vor, die Frau ist sehr sicher, okay? Sie mag es nicht, auf großartige Abenteuer zu gehen. Es ist eher so eine konservativere Frau. Und du kommst an und erzählst ihr davon, dass du ein Unternehmen gegründet hast, dass du angefangen hast, deine Selbstständigkeit danach zu gehen. Es kann interessant sein, doch wenn ihr Hauptfokus von Anfang an, wenn es ihr so beigebracht wurde, dass sie eher auf die sichere Seite gehen soll, ein bisschen konservativer sein soll, nicht zu sehr aus der Box, was wird bei ihr passieren? Sie wird sich denken, weißt du was, ist zwar ein interessanter Mann, aber ich kann mir mit diesem Mann nicht mehr vorstellen. Und dann kommt es eventuell nicht zum zweiten Date. Also wir haben zwei Punkte, die emotionale Relevanz und dann haben wir das Vertrauen. Okay? Kommen wir nochmal zur emotionalen Relevanz. Denn das ist meistens das Problem bei den meisten Männern. Sie können die Frauen nicht auf einer emotionalen Ebene bekommen. Und um sie auf einer Ebene zu bekommen, wo alles passt, brauchst du sowohl die Relevanz als auch das Vertrauen. Das heißt, du brauchst diese beiden Komponenten, damit die Frau sagt, weißt du was, das ist ein Typ, den ich wiedersehen will. Weil du musst dir das so vorstellen, aus der Perspektive einer Frau, du als Mann, du hast vielleicht eine Option, du hast vielleicht Anna, du hast vielleicht Jenny und es ist wirklich, wirklich angenehm mit denen. Das sind potenziell die Frauen, mit denen du zu tun haben kannst. Jenny oder Anna oder wie auch immer sie hieß, Jenny, mit der, die du eben als primäre Frau siehst, die du sehr, sehr attraktiv findest, mit der du dir mehr vorstellen kannst, Jenny hat nicht nur eine Option. Jenny hat nicht nur zwei Optionen. Jenny hat nicht nur drei Optionen. Geh mal auf ihren, angenommen sie hat Instagram, geh mal auf ihren Instagram-Account und schau dir mal an, wie viele Typen versuchen ihr zu schreiben, mit wie vielen Typen sie in Kontakt ist. Und jetzt sind die meisten Männer, vor allem aus dieser ganzen Red Pill Community, das ist eine Underground Gruppe. Die sind so, ja, mehr Frauen kann man nicht vertrauen und so weiter. Frauen sind böse, sie lassen all die Typen am Haken. Und ich will dir eine Frage stellen. Du als Typ, angenommen, du hast so viele Optionen. Jetzt mal ganz ehrlich. Würdest du nicht dir die Frauen warm halten? Würdest du nicht versuchen, mit diesen Frauen weiter in Kontakt zu haben? Weil, ey, selbst wenn du nichts mit denen hast, es ist schön, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist wundervoll, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ganz wichtig, wenn du das Gefühl hattest gerade, oh nee, das geht ja gar nicht, dass Frauen irgendwie auch andere Optionen haben. Und so funktioniert die Welt. Kannst jetzt darüber rumholen, in einer passiven Rolle sein oder du bist in einer aktiven Rolle und sagst, weißt du was, ich mache mir auch die Option. Und dann wählst du die Beste für dich aus. Weil du musst nicht mit jeder Frau was haben. Das sollst du auch nicht. Du sollst die Frau nehmen, die am besten zu dir passt. So, aber wenn du die emotionale Relevanz, wenn du das Vertrauen der Frau hast, auf einer tiefen Ebene, dann wird sie so sein, okay, weißt du was, ich schreibe zwar mit all diesen Typen, aber so wirklich Lust habe ich nicht. Der erfüllt die Kriterien. Den will ich. Und in diesem Moment schreibt sie dir. Sie schreibt dir morgens. Sie denkt an dich. Sie initiiert den Kontakt. Warum? Weil es ihr wichtig ist. Während all die Typen ihr schreiben, ist sie, ist Jenny dann da bei dir? So, weißt du was? Ich fand's gestern echt schön. Ich wollte dir das sagen. Und sowas zu hören, das bekommen die wenigsten Männer. Warum? Weil die wenigsten Männer wirklich authentisch das Ganze kommunizieren können. Entweder haben die alle so eine Pick-up-Persona. Von wegen, okay, ich bin der krasse Macho, ich gehe auf alle Frauen zu, ich nehme alle Frauen. Oder sie sind der typisch schüchterne Nerd. Von wegen, ah ja, weißt du was, ich bin eigentlich nicht so mit Frauen. Oder was ganz anderes, es sind alles Fassaden.
Und du zeigst niemals deine gesamte Persönlichkeit. Du kommunizierst deine Persönlichkeit nicht richtig. Und das ist das eigentliche Problem, was ich schon die ganze Zeit ansprechen wollte. Denn damit du emotional relevant wirst, damit du dieses Vertrauen, dieses tiefe Vertrauen wirklich aufbauen kannst, musst du so relevant für sie sein, dass sie sich sagt, weißt du was? Der Typ ist cool. Und er weiß, wie er es sagen kann. Und mit sagen meine ich nicht, dass du offensichtlich sagst, schau mal, ich habe diesen krassen Job, schau mal, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Nein, so meine ich das nicht. Es gibt drei Arten der Anziehung. Die unterste Stufe ist das Haben. Beispielsweise du sagst jetzt, schau mal, ich habe dieses Haus, schau mal, ich habe diese Wohnung, schau mal, ich habe dieses Auto, schau mal, ich habe diese Rolex. Sehr, sehr wenige Frauen finden das wirklich interessant. So, und wenn sie es interessant finden, dann kannst du dir vorstellen, was für eine Art von Frau das ist. Klar, die sind vielleicht beeindruckt, so ein bisschen, okay, krass, dass sie das machen kann, aber das interessiert die nicht. Warum auch? So, das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist das Tun. Das sind die meisten Leute, die Persönlichkeitsentwicklung machen. Die versuchen, ich sag mal, bei Erfolg mit Frauen, diese ganzen Tricks, diese ganzen Tipps anzuwenden. Was machen die? Sie versuchen, gewisse Strategien, gewisse Tricks zu machen. Und so an die Frau ranzukommen. Das funktioniert besser, aber gibt dir immer noch nicht das gewünschte Resultat. Denn die Frauen, die du wirklich haben willst, das sind Frauen mit sehr, sehr viel Selbstwertgefühl, Frauen, die wirklich was von sich halten und Frauen, die dich und dein Leben unterstützen, die deinen Lifestyle unterstützen. Und diese Frauen bekommst du nur durch die dritte Ebene. Und die dritte Ebene ist weder das Haben noch das Tun, es ist das Sein. Du musst diese attraktive Person sein und das richtig kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst es richtig kommunizieren. Und wenn du das kannst, glaub mir, dann bekommst du nicht nur Jenny, dann bekommst du nicht nur Anna, du hast wirklich Möglichkeiten. Du hast die Option, du kannst auswählen, welche Frau für dich und deinen Lifestyle am besten passt. Und ich sehe schon, wie einige Leute sagen, oh Matt, wie, man soll aussuchen. Und eventuell gucken sich Frauen dieses Video an und sind dann so, oh mein Gott, was? Aussuchen? Das darf man nicht. Ne? Hör mal auf. Hör mal auf damit. Willst du die Person, willst du Larissa haben? Mit der du so lange in der Schule warst, willst du Peter haben, den du seit der Grundschule kennst, wo super toll ist, aber du innerlich ihn hasst, weil er nicht wirklich an sich arbeitet, weil er nicht wirklich der Mann ist, den du brauchst? Vice versa, es ist für beide Seiten so. Ist doch viel, viel besser, wenn du jemanden findest, der auf deinem Level ist. Wenn du jemanden findest, der genauso wie du, die genauso wie du einfach weitermachen will, nach vorne gehen will. Und wenn es dir wichtig ist und du sagst, weißt du was, ich sehe das ein, ich sehe ein, eben diese Person zu sein und zu werden, ich will emotional relevant sein, ich will dieses Vertrauen aufbauen, ich will diese Person sein, dann lade ich dich ein zum kostenlosen Erstgespräch. Erster Link in der Videobeschreibung, wir gehen über deine gesamte Situation. Wenn du sagst, dass es dir wichtig ist und du dieses Thema ein für alle Mal, weil ganz ehrlich, wie lange willst du dich mit diesem Thema beschäftigen? Wie lange willst du diese Videos anschauen? Hast du nichts Besseres mit deiner Zeit vor? Wenn es dir wirklich wichtig ist, trag dich ein. Du hast nichts zu verlieren. Trag dich ein, komm zum kostenlosen Erstgespräch. Lass uns deine gesamte Situation betrachten und schauen, wo dein Problem ist. Schauen, wie man dieses Problem lösen kann. Und dann ist das Problem weg. Erfolg mit Frauen, das ist keine Raketenwissenschaft. Wenn du deine Vorfahren betrachtest, und ich will, dass du das um Gottes Willen nicht persönlich nimmst, was ich jetzt gleich sagen werde, aber deine dümmsten Vorfahren, meine dümmsten Vorfahren, haben es geschafft, sich weiter fortzupflanzen. Ob das optimal war, sei mal hingestellt. Aber diese Leute haben es geschafft. Also steh dir selbst nicht im Weg. Du bist deutlich intelligenter, hast deutlich mehr Möglichkeiten. Also nutz sie auch. Denn das Ganze hier, das ist gerade mal der Anfang von deiner gesamten Weiterentwicklung. Das ist gerade mal der Anfang. Und du solltest einen guten Raketenstart haben. Erster Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gib dem Video einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, aktiviere die Glocke. Dein Matt.